Wintergrillen. 10 Tipps für ein erfolgreiches Grillen im Winter. Sowohl im Sommer als auch im Winter lässt es sich hervorragend grillen. Damit der Grillabend im Winter aber erfolgreich ist und vor allem Spaß macht, sollten beim Wintergrillen ein paar Dinge beachtet werden und Vorbereitungen getroffen werden. Das geht los bei der richtigen Bekleidung bis hin zu der passenden Essensauswahl. Im Gegensatz zum Sommergrillen sollte man hier einige Dinge bedenken. Die folgenden Tipps zeigen, wie das Grillen im Winter schnell und unkompliziert gelingt. Erstens, die richtige Winterkleidung. Auch wenn das eigentlich selbstverständlich scheint. Aber die erste Voraussetzung für ein erfolgreiches Wintergrillen ist die richtige Bekleidung. Insbesondere wenn man sich eine längere Zeit draußen aufhält, kann es schnell frisch werden. Dicke und wärmende Kleidung ist deswegen beim Grillen im Winter unabdinglich. Glauben Sie uns, wenn Sie nicht dick genug angezogen sind, werden Sie keinen Spaß am Wintergrillen haben. Auf einen Schal sollte aber verzichtet werden, da dieser schnell mal verrutschen und mit dem Grill in Kontakt kommen kann. Besser eignen sich hier warme Multifunktionstücher. Diese können sowohl nur den Hals als auch die Ohren wärmen. Des Weiteren sollten Handschuhe nicht fehlen. Jedoch sollte auf herkömmliche Winterhandschuhe verzichtet werden. Besser eignen sich hier natürlich hitzebeständige Handschuhe, die die Bewegungsfreiheit der Hände nicht einschränken. Damit man auch am Kopf nicht friert, ist eine Mütze natürlich hilfreich. Diese sollte aber keine Fransen oder Bommel haben, denn auch diese können schnell mal mit dem Grill in Kontakt geraten. Nach dieser Selbstverständlichkeit kommen wir jetzt aber zum Grillen an sich. Und damit zuerst zum richtigen Standort für den Grill. Damit beim Wintergrill nicht schief gehen kann, sollte der Grillplatz mit Bedacht gewählt werden. In erster Linie sollte er frei zugänglich und befreit von Schnee sein. Des Weiteren sollte er trocken und windgeschützt liegen. Wichtig ist, dass der Grill an einem gut belüfteten Standort steht und keinerlei leicht entzündliche Gegenstände in der Nähe sind. Zudem bietet es sich an, den Grill in der Nähe des Hauseingangs zu platzieren, denn so hat man die Möglichkeit, sich schnell aufzuwärmen und die Wege sind kürzer. Wird der Grill permanent draußen gelagert, sollte dieser im Vorhinein natürlich von Eis und Schnee befreit werden. Ansonsten wird die Freude schon vor dem eigentlichen Grillen getrübt. Der richtige Grill. Was ist jetzt im Winter besser? Ein Kohlegrill oder ein Gasgrill? Eine pauschal richtige Antwort gibt es hier nicht, denn beide haben ihre Vorteile. Letztlich ist es natürlich Geschmackssache und eine Frage, was für einen Grill man selber hat. Der Kohlegrill. Der Kohlegrill ist der Klassiker unter den Grills. Aber im Winter benötigt man deutlich mehr Zeit, damit dieser die richtige Temperatur bzw. die optimale Glut erreicht. Mit etwas Geduld und Feingefühl sowie mit dem richtigen Grillanzünder steht dem Wintergrill mit einem Kohlegrill aber nichts im Wege. Der Kohlegrill hat den Vorteil, dass er sowohl als herkömmlicher Grill als auch als Lagerfeuerstätte genutzt werden kann. So kann der Kohlegrill nach dem eigentlichen Grillen als Feuerstätte problemlos umfunktioniert werden. Des Weiteren erhält man mit einem Kohlegrill natürlich die unvergleichlichen Röstaromen. Der Gasgrill. Wem es beim Wintergrill nicht schnell genug gehen kann, der sollte auf einen Gasgrill zurückgreifen. Denn der Gasgrill ist eine bequeme und schnelle Alternative zu dem herkömmlichen Kohlegrill. Sobald die Gasflasche aufgedreht wird, dauert es nicht lange, bis das Grillgut auf den Rost kann. Des Weiteren zeichnet sich der Gasgrill durch seine schnelle und einfache Reinigung aus. Sobald das Grillgut von dem Rost heruntergenommen wurde, sollte der Grill noch einmal voll aufgedreht werden. Durch diesen Vorgang werden die Reste, welche sich auf dem Grillrost festgesetzt haben, unkompliziert weggebrannt. Nach diesem Vorgang muss der Grillrost nur noch abkühlen und kann dann einfach abgewaschen werden und ist schon wieder einsatzbereit. Bei einem Gasgrill sollte jedoch im Vorfeld auf das richtige Gas geachtet werden. Propangas eignet sich insbesondere im Winter besser für das Grillen als Butangas. Das liegt daran, dass Butangas bereits vor dem Gefrierpunkt seinen Aggregatzustand verändert. So verflüssigt es sich bereits bei wenigen Graden über dem Gefrierpunkt. Bei Propangas geschieht dies erst bei einer Außentemperatur von minus 42 Grad Celsius. Beim Wintergrill mit einem Gasgrill sollte jedoch regelmäßig dem Frost- sowie Druckregler Beachtung geschenkt werden. Insbesondere, wenn die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt fallen. Eine Sache zum Schluss. Beim Wintergrillen sollte auf einen Elektrogrill verzichtet werden. Denn dieser hat im Gegensatz zu einem Kohle- oder Gasgrill oft zu wenig Leistung. Auf die Vorbereitung kommt es an. Insbesondere beim Wintergrillen ist es wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Im Gegensatz zum Grillen im Sommer werden beim Wintergrillen mehr Briketts bzw. Grillanzünder für den Kohlegrill benötigt. Dies liegt vor allem an den eisigen Außentemperaturen. Aufgrund dieser Kälte kann es oftmals doppelt so lange dauern, bis der Grill die optimale Temperatur bzw. Glut erreicht hat. Damit nichts schief geht, sollte deswegen auf die doppelte Menge an Grillanzünder zurückgegriffen werden. Des Weiteren sollten die Grillanzünder unbedingt trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Gelangt einmal Feuchtigkeit an die Grillanzünder, kann es sich als sehr mühsam erweisen, diese wieder anzuzünden.
Hat man genug Briketts bzw. Grillanzünder für den Notfall im Haus, steht dem Wintergrillen dann auch nichts mehr im Wege. Tipp Nummer 5. Der Deckel sollte geschlossen sein. Insbesondere bei eisigen Außentemperaturen sollte der Deckel des Grills geschlossen bleiben. Dies sorgt dafür, dass eine konstante Hitze über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt. Insbesondere ist das im Winter natürlich sehr wichtig. Der Deckel sollte nur selten geöffnet werden, damit nur wenig Hitze entweichen kann. Wird ein Kohlegrill verwendet, sollte zudem auf die Windrichtung geachtet werden. Wenn der Grill dann einmal läuft und alles funktioniert, geht es an den Verzehr. Und auch hier sollte auf den richtigen Standort geachtet werden. Natürlich kann man drinnen essen, doch für viele gehört zum Grillen natürlich auch das Essen draußen. Im Winter eignet sich hierfür vor allem ein Pavillon oder ein Zelt, denn beides kann man sehr gut mit einem Heizstrahler bestücken, der zusätzlich Wärme ausstrahlt. Natürlich können auch Kerzen oder Lichterketten für eine angenehme und gemütliche Atmosphäre sorgen. Kerzen spenden hier nicht nur Licht, sondern auch Wärme. Des Weiteren kann man auch eine Feuerschale verwenden, um zusätzliche Wärme und natürlich eine romantische und gemütliche Stimmung zu erreichen. Man sollte dabei natürlich auch darauf achten, dass der Grill und der Ort, wo man isst, genug beleuchtet sind. Denn so kann man schnell reagieren, falls das Grillgut anzubrennen droht. Natürlich wird es auch ohne Licht deutlich schwerer zu erkennen, ob das Grillgut fertig ist. Wer den Grillabend ausschließlich draußen verbringen möchte, sollte zudem auf Sitzpolster und Decken zurückgreifen. Diese wärmen sowohl den Hintern als auch die Beine. Vorgewärmtes Geschirr kann zudem ebenfalls sehr hilfreich sein. Ist das Geschirr vorgewärmt, bleibt das Grillgut länger warm. Insbesondere im Winter bei eisigen Temperaturen kann das Essen sehr schnell kalt werden. Das Geschirr kann schnell und unkompliziert in einem heißen Wasserbad oder der Mikrowelle vorgewärmt werden. Bei der Mikrowelle sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Teller keinen Goldrand haben und Mikrowellen fest sind. Eine Sache, die man beim Wintergrillen sehr oft vergisst, ist, die richtigen Beilagen zu wählen. Denn für einen erfolgreichen Grillabend im Winter sind die richtigen Beilagen nicht die gleichen wie im Sommer. Nichts ist schlimmer, als wenn das Essen nicht schmeckt. Aber kommen wir zuerst zum richtigen Fleisch und Fisch im Winter. Im Gegensatz zum Sommer werden im Winter beispielsweise Fleischsorten wie Lamm, Gans oder Wildschwein angeboten. Diese Fleischsorten sind insbesondere im Frühjahr oder im Sommer schwerer zu erhalten. Wer kein Fleisch essen möchte, kann gerne auf verschiedene Fischsorten zurückgreifen. Insbesondere bei Lachs sollte jedoch auf eine Aluminiumschale zurückgegriffen werden. Während des Wintergrillens sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Fleischstücke nicht allzu groß sind. Insbesondere bei den kälteren Temperaturen benötigt Fleisch länger als bei wärmeren Temperaturen. Zudem entweicht mehr Hitze. Damit das fertige Grillgut nicht allzu schnell kalt wird, kann es einfach in Alufolie eingepackt werden. Auch das sorgt dafür, dass es länger warm bleibt. Aber jetzt, wie gesagt, die Beilagen. Denn beim Wintergrillen sollten die Beilagen mit Bedacht gewählt werden. Kalter Salat zum Beispiel eignet sich im Winter eher weniger als im Sommer. Im Winter sollte auch wärmende Beilagen zurückgegriffen werden. Dazu zählen zum Beispiel frisches Gemüse vom Grill oder Ofenkartoffeln. Des Weiteren eignen sich zum Beispiel frisch aufgebackene Kräuterbaguettes. Alles in allem ist es aber vor allem wichtig, nicht zu viele kalte Beilagen anzubieten und zu servieren. Tipp Nummer 8. Für die innere Wärme sorgen. Für ein erfolgreiches Wintergrillen sollte ein Auge auf die innere Wärme gelegt werden. Hierfür eignen sich warme Tees, Punsch oder aber auch Glühwein. Insbesondere im Winter darf letzterer natürlich nicht fehlen. Damit die warmen Getränke auch wirklich lange warm bleiben, können sie nach dem Erhitzen in eine Thermoskanne gefüllt werden. Diese kann problemlos mit nach draußen genommen werden und hält die Getränke lange warm. Tipp Nummer 9. Die richtige Pflege für den Grill nach dem Wintergrillen. Sofern der Grill permanent draußen steht, sollte er noch vor dem Wintereinbruch mit einer Abdeckung versehen werden. So wird der Grill optimal vor äußeren Einflüssen geschützt und im Winter kann die Abdeckung unkompliziert entfernt werden. Insbesondere wenn es draußen etwas stärker geschneit hat, ist eine Abdeckung wirklich Gold wert. Der liegen gebliebene Schnee kann schnell und unkompliziert mit einer Bürste oder einer Schaufel von der Abdeckung entfernt werden und schon ist der Grill einsatzbereit. Auch nach dem Grillen sollte der Grill natürlich wieder mit seiner Abdeckung an seinen vorgesehenen Platz gestellt werden. Und der letzte Tipp zum Schluss, das Highlight des perfekten Grillabends. Nachdem erfolgreich gegrillt wurde und das Grillgut genüsslich verspeist wurde, ist es an der Zeit, den Abend zu genießen, gemütlich beisammen zu sitzen und den Abend richtig ausklingen zu lassen. Da beim Wintergrillen genauso wie beim Grillen im Sommer nicht auf den Nachtisch verzichtet werden darf, sollte dieser nicht außer Acht gelassen werden. Insbesondere beim Grillen im Winter bieten sich verschiedene Nachtische ganz besonders an. So können sowohl Bratäpfel als auch die gebackene mit Schokolade gefüllte Banane vom Grill zum Einsatz kommen und sind das perfekte Highlight für den perfekten Wintergrillabend. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal.
Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.